Herzlich willkommen zu der Steigerwald Medical Trainer Ausbildung zum Teil allgemeine Untersuchung. Wenn es um Wohlbefinden unserer Pferde geht, ist auch das wieder die Basis. Ich bin Tierärztin vorzugsweise für Pferde, mache das auch hauptsächlich eigentlich den ganzen Tag, war schon in mehreren Pferdekliniken und auch in meiner eigenen Praxis weiß ich, dass es viel Bedarf für Medical Training gibt und ich versuche den Teilnehmern mehr, wie soll ich sagen, Pferdemedizin beizubringen, um entsprechend später auch gutes Medical Training praktizieren zu können. Die allgemeine Untersuchung ist quasi das Handwerkszeug des Tierarztes. Ich habe gesagt, nicht nur eine nette Nettigkeit, sondern eine wichtige Wichtigkeit, weil es gibt keine andere Möglichkeit herauszufinden, was dem Pferd denn fehlt. Also Ja, und dann habe ich als Einstieg mal den Worst Case gewählt. Eine zweijährige Stute, die erfolgreich gelernt hat, sich zu wehren. alles, was wir heute hier so lesen an allgemeinen Untersuchungen, das ist nicht das, was ich selber festgelegt habe, sondern das ist das, was die Pferdeklinik in Gießen festgelegt hat, dort die Pferdeinnere. Ich denke, das ist eine ganz gute Referenz. So habe ich es studiert, so gebe ich es jetzt hier auch weiter. Was zur allgemeinen Untersuchung gehört, das heißt, was ich alles sehe, sobald ich das zu dem Pferd hinkomme. Ne? Ich habe euch einen Patienten mitgebracht, weil der brandaktuell von vor 3 Wochen war und einfach gut dazu gepasst hat, um klarzumachen, welche Werte konnte ich bekommen, welche haben mir gefehlt, welche Rückschlüsse und Fragestellungen haben sich irgendwie ergeben. Das ist Pony Max, der ist 9 Jahre alt. Und ich habe euch einen kleinen Vorbericht gemacht. So, eigentlich war die Idee, dass dieses Pferd Zahnreinigungstraining bekommt. Die waren auch in der Klinik, schlimme OP, irgendwas vereitert, sonstiges. Und er war sehr skeptisch. Und ich habe nach dem ersten Ding gleich gesehen, ich kann diesen Hammer weglegen. Ne? So, Das und dann kommen wir aber immer mal wieder an den Punkt, wo wir denken, jetzt leidet mein Trainer-Ego, aber ich komme hier nicht vom Fleck. Ich habe doch die Schritte so schön gewählt. Wenn wir uns jetzt so ein paar Einzelpäckchen aus der Untersuchung herausnehmen und man kann so beginnen, dass man sagt, ich berühre oberhalb vom Auge und arbeite mich ran. Ich berühre unterhalb und arbeite mich ran.